Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Zoos. Und der heutige Zoo, der kommt von Thalia. Und Thalia schreibt auch eine schöne E-Mail, denn sie schreibt: Hallo Dandy, anbei schicke ich dir mein Zoo. Dies ist mein erster Zoo, wo ich versucht habe, möglichst naturnahe Barrieren zu erstellen. Außerdem habe ich versucht, mal anders zu bauen als sonst. Oft fehlt mir die Kreativität. Bis auf die Bärenhöhle habe ich alles selbst gebaut oder ist von Planet Zoo vorgegeben. Noch ist der Zoo sehr klein, aber ein Raubtierhaus und ein Tropenhaus ist schon geplant. Da ich weiß, dass du Vivarien nicht so gerne magst, kannst du dir aussuchen, ob du sie dir anschaust. Das erste wäre aber zu empfehlen. Und nun wünsche ich dir viel Spaß in meinem kleinen Zoo mit arktischem Dorf. Liebe Grüße, Thalia. Vielen Dank, Thalia. Ich freue mich schon sehr auf dein Zoo. Das Safe Game heißt übrigens Zoofina. Also ich gehe dann davon aus, dass der Zoo so heißt. Und genau diesen werden wir jetzt besuchen. Und da sind wir schon angekommen im Zoo von Thalia. Zoofina war der Name und den besichtigen wir jetzt. Ich glaube, der ist relativ klein noch, weil ich habe über 80 FPS. Das ist ja erstmal ein Zeichen dafür, dass noch nicht so viel gebaut wurde. Aber das ist ja auch gar nicht schlimm. Klein, aber fein, sage ich ja immer. Nehmen wir auf jeden Fall eine Rehstatue mit ein bisschen Wasser, ein paar Bänken, ein paar Blumen im Eingangsbereich. Leider kein Wasserfall, da bin ich immer großer Fan von, oder zumindest vom plätschernden Wasser. Aber ich sehe schon Eisbären da hinten. Interessant. Da gehen wir aber gleich erst hin. Hier ist eine sehr große Wegfläche. Ich hoffe, ich verlaufe mich nicht. Hier auf dieser Seite sieht noch ein bisschen unfertiger aus, deswegen gehe ich, glaube ich, erstmal hier lang. Ein Infostand am Eingangsbereich ist immer gut. Ich glaube aber, das ist der fertige von Planet Zoo vorgegeben. Oder? Kann auch sein, dass es nicht so ist. Ich glaube aber schon. Hier ist nämlich auch nochmal so einer. Der ist sicher vorgegeben. Also ich glaube, die sind beide vorgegeben, aber das ist ja auch an sich nicht schlimm. Haben wir aber auch schon ein Gehege, so wie es aussieht. Und hier sieht man das auch. Du hast das geschrieben, dass du versucht hast, möglichst natürliche Barrieren zu bauen. Das hast du hier schon sehr gut umgesetzt. Nicht schlecht. Und Flamingo-Gehege, guck mal. Da ist er. Der kleine Racker. Oh, sogar begehbar. Das ist nice. Ich finde das auch cool, wenn man... Nein. Kann er hier durch? Nicht in die Freiheit, Kleiner. Passt so aus, als wenn er überlegt, ne? Ich finde das aber cool, wenn man solche eigenen Eingangsbereiche baut mit so Seilen, wo man durchgeht. Finde ich eine coole Idee. Habe ich schon öfter von euch gesehen. Aber irgendwie... Oh, hier ist irgendwas verrutscht. Guck mal, hier die Säule und die Seile schweben ein bisschen. Ich glaube, das Ganze müsste eigentlich noch so ein bisschen nach rechts bewegt werden. Oh, das kann passieren. Aber wir gehen mal rein, würde ich sagen. Den Flamingos. Ich habe letztens in den Kommentaren gelesen, als nächstes fragt Dandy, warum sind Flamingos eigentlich rosa? Könnt ihr mir diese Frage beantworten? Habe ich mich nämlich dann auch gefragt, als ich das gelesen habe. Das sind ja die Jungtiere, glaube ich, ne? Die so dunkel noch sind und noch keine Farbe haben. Flamingos sind interessante Tiere. Okay. Du hast hier auf jeden Fall schon mal schön mit den Felsen alles abgesteckt und auch so ein bisschen Schilf benutzt. Aber das Gehege sieht trotzdem noch ein bisschen kahl aus, muss ich sagen. Also ich glaube, du hättest vielleicht hier noch so ein paar Felsen hier hin machen sollen und noch ein bisschen mehr bepflanzen sollen. Sieht schon, also der Grundriss ist schon nicht schlecht. Es sind auch so ein paar Seerosen, das ist ganz schön. Aber ich glaube, du hättest ruhig hier ein bisschen mutiger sein können und noch ein bisschen mehr Felsen und so platzieren können. Das hier sieht doch schon mal schön aus. Das hast du super gebaut. Und mit den Blumen kann man sich hier hinsetzen. Schönen Sonnenschirm. Dann nochmal so ein Springbrunnen. Oh, hier ist so ein eigen gebauter Unterschlupf nochmal. Auch sehr toll. Cool. Ja, ich glaube, so ein bisschen mehr hättest du dich aber trotzdem austoben können. Aber schönes Gehege, auch von der Größe her. Relativ groß, die Flamingos fühlen sich wohl. Nicht zu viele Flamingos, weil meistens vermehren die sich ja wie die Karnickel. Oh, hier oben flackert es ein bisschen. Oh, hier ist das aber auch verrutscht. Weiß nicht, ob das gewollt ist. Ich glaube eher nicht. Irgendwas ist da auf jeden Fall schief gelaufen. So. Ich finde es cool, dass du alles wirklich mit Felsen abgesteckt hast. Finde ich immer schöner als diese normalen Barrieren. Habe ich ja schon oft gesagt, dass ich ja großer Fan von bin. So, nochmal so ein paar Palmen. Und nochmal so ein Eingang. Ach, das sind Mitarbeitergebäude. Die sind aber, glaube ich, auch vorgegeben, oder? Von Planet Zoo? Ich glaube schon. Ich bin ja sowieso so einer, der
wenn ich selber bauen sollte, dann Zeit in Mitarbeitergebäude investiere ich eigentlich nie. Was ist denn hier rein? Eine riesige Höhle. Was mir hier schon mal auffällt, ich finde es cool, den Höhleneingang hier mit diesem arktischen Holz. Aber ich finde es ein bisschen doof, dass du die Felsen immer kopiert hast und in der gleichen Ausrichtung gelassen hast. Das sieht man halt, dass die kopiert sind so ein bisschen. Wenn du das machst, also das kann man ruhig machen, da muss man die aber immer so ein bisschen drehen und immer so ein bisschen verschieden ineinander verschachteln, damit man das nicht so sieht. Aber wir haben auf jeden Fall eine Höhle. Oh, mit Schneeleoparden. Ach, wie schön. Ich liebe Schneeleoparden. Habe ich ja schon oft gesagt, dass ich die in echt sehen will. Ihr habt auch schon viele Zoos reingeschrieben in die Kommentare, wo es die gibt. Leider habe ich noch keinen in meiner Nähe gesehen. Zu Köln, zu München habe ich gelesen. Also da stand schon einiges drin. Das finde ich auch cool. Könnt ihr hier oben rauf? Wäre mega cool. Das frage ich mich jetzt gerade. Wollen wir mal kurz ins Gehege gehen? Ich glaube, die können halt wirklich oben hoch. Ist ja eine coole Idee. Ja, können die. Schaut mal, die können hier... Ich kann jetzt hier gerade nicht hinklettern. Aber ich frage mich, ob die das können. Das werden wir gleich nachgucken, Leute. Aber ich würde sagen, das machen wir ja gleich, wenn wir uns das Ganze von oben anschauen. Ich finde die Idee aber mega cool hier. Dass hier so Glas ist und die dann darüber laufen können. Hier oben steht sogar das Trinken für die. Das ist echt eine mega coole Idee. So, hier ist auch nochmal ordentlich dekoriert. Auch cool aus. Ich mag auch hier dieses Gras hier für so Schneelandschaften. Finde ich sehr geeignet. Wobei, ist das hier nur diese kleine Gegend, ist ein bisschen Schnee, ne? Wobei, da waren noch Eisbären und hier ist auch Arktik. Hier ist auch das nächste Gehege schon, sehe ich gerade. Ist das ein Rentier, oder? Ich glaube schon. Ist auch so eine Schneekugel, die habe ich auch noch nie gesehen. Auch süß. Das Arktik-DLC hat schon schöne Bauten, ne? Muss man sagen. Ich glaube, das sind hier aber alles diese Fertigbauten, die vorgegeben sind vom Spiel. Coole Tiere. Schaut mal, hier kann man sogar lang gehen und sowas. Ich würde sagen, das machen wir einfach mal. Sieht ja schon mal sehr cool aus. Wir sind jetzt wahrscheinlich in dem arktischen Dorf, was du geschrieben hattest, ne? Ach, ich liebe dieses Arktik-DLC. Ich muss irgendwann selber auch nochmal so ein Zoo damit bauen. Ich finde das wirklich toll, diesen Baustil. Vielleicht kann man ja mal so ein Wikinger-Zoo oder so bauen. Weil diese Häuser, die sehen so nice aus. Schaut euch die mal an. Ja, hier kann man auch nochmal die Schneeleoparden sehen. Und vorne. Das habe ich, glaube ich, gerade gar nicht gesehen. Na, da fliegen wir gleich nochmal hoch und schauen uns das nochmal ein bisschen besser an. So, aber jetzt gehen wir mal in das Dorf hier rein. Ist auch nochmal ein schönes Haus. Hier kann man auch nochmal vorne hingehen. Oh, hier kann man sogar nochmal oben hochgehen. Cool. Nochmal ein Stand und dann kann man hier runter auf die Rentiere gucken. Ist auf jeden Fall eine interessante Idee. Oh, ist das Geländer hier ein bisschen verrutscht, oder? Ich glaube, das ist nicht gewollt. Sollte wahrscheinlich hier auf dem Strich bleiben. Aber es kann passieren. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Ein bisschen kahl sieht das Gehege hier auch aus. Keine Höhenunterschiede, nicht so viele Felsen, nicht so viel Bepflanzung. Also da kannst du auf jeden Fall dich ein bisschen mehr noch austoben. So, wo geht's denn hier noch hin? Hier geht's einfach zum nächsten Haus. Aber in die Häuser rein kann man nicht, ne? Nee. Ich weiß jetzt auch nicht, ob die selbst gebaut sind oder aus von Planet zu vorgegeben. Aber ich glaube, die sind vorgegeben. Ich glaube, die kenne ich nämlich schon so. Ja, da hinten geht's gleich zum Eisbär. Ich glaube, das ist nochmal so ein großes Highlight. Erstmal schauen wir uns jetzt das Dorf hier in Ruhe an. Ich liebe diesen Baustil. Guckt euch das mal an. Auch schön mit diesen Schornsteinen, wo der Qualm rauskommt. Der ist schon wirklich toll. Das hier sind jetzt die Mitarbeitereinrichtungen. Auch cool, dass du das auch im Arktik-Style gemacht hast. Und selbst wenn das vorgegebene Häuser sind, finde ich es nicht schlimm. Oh, das ist ja auch süß. Ein paar Felsen, Eisbären und dann eine Bänke, hier so ein Mülleimer. Ich glaube, hier hättest du sogar die Bordsteine ausstellen sollen. Geht das denn? Wollen wir das mal ausprobieren? Guck mal. Welcher Weg ist das? Der hier, oder? Nee, der hier? Der hier. Oh, ich habe sogar Bordsteine aus. Oh nein! Jetzt habe ich auch so den Escape gedrückt.
Egal, fliegen wir mal ganz kurz darüber, was ich vorhin meinte. Und wir die Chance mal eben nutzen. Das hier ist übrigens das Flamingo-Gehege. Okay. Du hast natürlich einen sehr eckigen Baustil, bin ich jetzt kein großer Fan von. Aber machen tatsächlich einige Leute von euch. Wahrscheinlich so Leute, die Symmetrie und sowas mögen. Bei Zoos finde ich es immer ein bisschen besser, wenn man nicht so eckig baut. Aber man sieht schon, du bist großer Fan von eckig. Guck mal hier nochmal das Ding hier oben an. Also das finde ich mega cool. Dass die hier oben rauf können. Können die denn da auch wirklich hin? Das testen wir jetzt mal. Ich könnte mir vorstellen, dass das Probleme macht. Gehege, passierbarer Bereich. Oh, können sie halt wirklich. Okay, das ist mega. Und das schauen wir uns auch mal eben an. Wir verlegen den mal. Nee, Leopard. Okay, und jetzt fliegen wir hier rein. Ändern mal kurz die Kamera. Schaut mal, wie cool das ist. Steht man hier unten. Und da oben sind dann die Schneeleoparden. Also das finde ich mega nice. So, da sind wir jetzt wieder. Ja, ohne Bordsteine finde ich es ein bisschen schöner. Also hier sieht man ja auch noch den Bordstein. Den hätte man, glaube ich, ganz ruhig entfernen können. Und ja, sieht da meiner Meinung nach ein bisschen besser aus. Aber es ist trotzdem eine sehr süße Idee mit den Bänken und den Mülleimern hier. Auch hier mit diesen Gittern. Das sind auch alles so Bauteile, die kenne ich noch gar nicht alle. Ich habe halt selber mit dem Arctic DLC so gut wie gar nicht gebaut. Was echt schade ist. Naja, so ist das halt. Und das hier dürfte das Eisbärengehege sein. Oh cool, dass du das Schild hier innen drin gemacht hast. Coole Idee. Und du hast auch versucht, wirklich ein sehr interessantes, oder eine sehr interessante Barriere hier zu gestalten mit Felsen und Glas und sowas. Das gefällt mir sehr gut. Man kann halt immer so zwischendurch mal durch die Felsen so luken. Finde ich eine coole Idee. Eisbär, wo sind sie denn? Die verstecken sich gerade. Okay. Ich könnte mir vorstellen, dass das diese Eisbärenhöhle ist aus dem Workshop, die du geschrieben hattest. Also das mit diesen Glas-Fels-Kombinationen als Barriere finde ich sehr cool, die Idee. Aber ich glaube, das ist auch alles sehr ebenerdig hier. Wobei, so ein bisschen Höhenunterschiede hast du eingebaut. Das ist cool. Da sind auf jeden Fall die Eisbären. Aber wir fliegen da auch gleich mit der Kamera nochmal drüber. Weil das Gehege ist sehr groß, wie ihr seht. Ich versuche jetzt mal einmal außen rum zu laufen. Ja, man kann die auf jeden Fall aus allen Richtungen gut betrachten. Hier hast du sogar für die Kinder so ein kleines Guckloch gemacht. Also hast du echt schon versucht, sehr interessant hier zu gestalten. Oh, hier geht's auch noch woanders rein. Ja, würde ich sagen, fliegen wir da gleich mal rüber mit der Kamera. Auch cool. Hier sind so ein paar Stände. Auch alles aus Eis. Oben so ein paar Gletscher oben drauf und so ein Eisbär. Oh, die Fackeln sind hier ein bisschen nah dran an dem Eis, oder? Würde das nicht schmelzen? Aber ich finde das ja auch cool, ne? Und dann hier so eine Eishöhle, wo man dann auf Toilette gehen kann. Sehr coole Idee. Oh, okay. Hier geht's auch nochmal runter. Und hier hat man dann Underwater Viewing für die Eisbären. Wie cool. Kann man sich auch nochmal hinsetzen. Nochmal ein Schild. Aber leider ist jetzt gerade kein Eisbär unter Wasser. Aber die Idee ist cool, dass man hier nochmal runtergehen kann. Und hier geht's dann auch nochmal rum. Ich weiß gar nicht, ob es hier überhaupt noch weitergeht oder ob es das schon war. Gucken wir mal hier links. Wir gucken uns gleich das Eisbärengehege noch an. Keine Sorge, Leute. Ich will nun nicht jetzt wieder aus dieser Kameraperspektive rausgehen. Ah, da geht es tatsächlich noch weiter. Dann gucken wir uns das jetzt mal eben an. Und wir schauen uns das von oben an. Dann gehe ich halt gleich nochmal in die Kamera wieder rein. Das macht ja nichts. Ich mache die hier an. Deswegen bin ich so langsam. Ah, ist leider auch wieder ein Viereck, ne? Vierecke sind halt leider nicht so interessant. Das hat man gerade auch gemerkt. Man hat halt sehr lange Laufwege. Und die sind halt auch nicht so spannend, weil du halt wirklich ein Viereck läufst. Und das merkt man halt leider auch. Ja gut, ist aber halt auch ein Baustil, ne? Wenn man das mag, kann man das gerne machen. Ich bin da, wie gesagt, nicht so ein großer Fan von. Aber man sieht, dass du auf jeden Fall ein Fan davon bist. Ja, macht aber ja nichts. Ist aber ein schönes Gehege hier. Sehr solide.
Mit Underwater View. Oh, jetzt schwimmt er gerade. Cool. Jetzt können wir mal gucken. Da, jetzt sieht man ihn. Ist das nicht nice? Ja, sowas ist cool. Underwater Viewing hier. Hier kann man die von unten angucken. Das sind schon coole Ideen. Hier hast du ein paar Gletscher, ein paar Felsen reingebaut, Schneefelsen. Ich weiß gar nicht, ob ich hier überhaupt Schnee reingepackt hätte. Ich glaube, hier hätte ich nur diese Eisfelsen gemacht, diese Gletscher. Im Wasser jetzt. Wobei, man könnte vielleicht oben drauf wirklich Schnee machen, so ein bisschen. Oh, wie süß. Okay, das hier ist wohl die Eisbärenhöhle. Okay, die ist nice. Ich kann verstehen, dass du die aus dem Workshop geholt hast. Die sieht wirklich cool aus. Hier mit diesen Eis... ja. Säulen, die aus dem Boden kommen. Da ist sogar ein kleines Baby drin. Na du? Hast keine Lust, in die Kamera zu gucken? Dreh ich einfach die Kamera zu dir. Wow, wie süß der ist. Ja, du bist süß, du Kleiner. Und du chillst in der Eishöhle. Ah, die ist echt cool, die Eishöhle. Gefällt mir. Ja, schönes Gehege. Können wir direkt weitergehen. Haben wir hier Mitarbeiter? Perfekt. Dann geht es nämlich direkt weiter. Tegit Cam. Let's go. In diese Richtung. Ah, hier ist schon ein Gehege. Das nächste. Hier ist auch noch ein Gehege. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Klein, aber fein mit so ein paar Hecken. Hier haben wir Schildkröten. Ich sage Galapagos. Ich glaube, mittlerweile kann ich die wirklich auseinanderhalten. Ja, auch süße Idee, nochmal so ein Gehege in der Mitte zu platzieren. Auch hier mit diesen Ranken und dass sie dann hier so einen Rückzugsort haben. Finde ich cool. Schöne Idee. Ich weiß gar nicht, wie das Dach hier ist. Ich kann es aber leider auch gerade nicht sehen. Ist genau auf so einer Höhe, dass ich es nicht sehen kann. Ah, jetzt sehen wir es. Okay, das ist so ein Dach. Perfekt. Haben wir hier noch mehr Gehege, die ich übersehen habe? Na, hier ist auf jeden Fall nochmal schön Wasser. Nochmal ein paar Büsche. Ein paar Felsen. Hier hast du schön dekoriert. Und hier sind die Vivarien, von denen du am Anfang erzählt hattest. Da raten wir natürlich wieder Tiere. Hier haben wir nämlich die gelbe Anaconda. Nächstes haben wir brasilianischen Riesenläufer. Wo versteckt er sich? Nein, ist er doch nicht. Vielleicht springt er auf meinen Kopf. Wo ist er? Wo ist das Krabbeltier? Ich habe keine Ahnung, wo der steckt. Ich will es aber herausfinden. Violeta. Wo bist du, Violeta? Da oben. Okay, Violeta. Dann wissen wir jetzt, wo du bist. Da. Ganz versteckt. Brasilianische Riesenläufer war doch richtig, ne? Ja. Okay, als nächstes haben wir... oh Gott, Skorpione. Uff. Ja, was könnte das für ein Skorpion sein? Aber auf jeden Fall was Asiatisches, habe ich gerade gesehen. Oh, ich sag mal... keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung. Asiatischer Königsskorpion gibt es wahrscheinlich nicht mal. Indischer Riesenskorpion. Okay. Never mind. Ich habe doch keine Ahnung von Skorpionen. So, was haben wir denn hier? Auch kein Schild. Aber hier ist ein Tier drin. Frage ist, wo ist es? Da. Okay, es ist eine Gila-Krustenechse. Müsste doch sein, ne? Oh. Ja, Gila-Krustenechse. Okay. Hier sind die Schildkröten. Hier ist ein Tor. Wo geht's hier hin? Ach, Mitarbeiterbereiche. Okay. Hier ist denn das nächste Gehege mit... was haben wir denn hier? Sind das Bongos? Die verstecken sich gerade alle. Müssen Bongos sein, oder? Ja, das sind Bongos. Bongos. Auch ein kleines, feines Gehege. Natürlich auch wieder eckig und leider alles sehr flach. Aber hier haben sie nochmal einen schönen Unterschlupf. Wobei hier ist das Ganze ein bisschen glitscht. Oh, wie süß die sind. Auch hübsch. So. Hier ist auch nochmal so ein kleines Gewässer gemacht. Süß mit diesen bemoosten Felsen. Finde ich auch schön. Hier nochmal ein paar Blumen. Und hier ist das nächste Gehege.
Zebras. Ja, auch hier leider wieder sehr eckig und sehr ebenerdig alles. Aber man kann die Tiere wirklich gut beobachten. Wundert mich, dass die hier nicht rüberspringen können. Die sind doch im Prinzip wie Pferde, oder nicht? Weil ein Pferd könnte hier locker drüber springen. Aber scheint ja zu funktionieren. Der Vorteil daran ist natürlich immer, dass man die Tiere super beobachten kann. Man kann halt wirklich nah dran an die Tiere. Die dann sehen. Habe ich eigentlich schon mal gefragt, warum sie Streifen haben? Wahrscheinlich schon, ne? Das ist nicht damit die mit dem Horizont verschwimmen oder sowas? Ich weiß es nicht. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, warum Zebra Streifen haben. So, hier ist nochmal so ein kleiner Essensbereich. Kann man sich nochmal ausruhen. Und ich glaube, dann haben wir alles soweit gesehen. Wenn mich nicht alles täuscht. Genau, hier waren wir gerade. Hier waren die Schildkröten. Hier waren die Vivarien an der Wand. Die Bongos. Die Zebras. Und ich glaube, das war dein Zoo. Klein, aber fein. Hat mir sehr gut gefallen. Hat mir echt Spaß gemacht, deinen Zoo zu besuchen, Talia. Und ich würde sagen, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr den Zoo fandet. Und falls ihr mal einen Zoo einsenden wollt, unten in der Videobeschreibung stehen dazu alle Infos. Falls es euch gefallen hat, dann lasst es mich wissen mit einem Däumchen. Und ansonsten bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.